nah bei den Sternen liegt das Zuhause der magischen Zahnfeen, auch Magical Tooth Fairies genannt. Irgendwann kommen die Tooth Fairies auch zu dir. Hallo! Hallo! Griechenland. Heute ist Olympia euer Ziel. Gab es dort nicht die ersten Olympischen Spiele? Ja, die Spiele wurden nach dieser Stadt benannt, seht ihr? Diese Skulpturen der Sportler sind bis heute erhalten. Oh, Olympia ist fast 3000 Jahre alt. Und dort, genauer gesagt in den Ruinen der alten Stadt Olympia, werdet ihr die Kinder finden. Gut. Ajour! Nein, danke. Nein, nicht nötig. Ich komme mit einem Vorschlag zu dir. Ich möchte vorschlagen, dass mein Sohn DK sich bei euch nützlich macht. Und womit? Heute ist doch Ruhetag in der Zahnmühle. DK kann dort sauber machen und sofort damit anfangen, wenn das keine gute Idee von mir ist. Eine ausgezeichnete Idee. Wir gehen gleich und ich schließe euch auf. Nach dem Saubermachen läuft die Zahnmühle bestimmt noch besser. Costa, ich muss schon sagen, du wirst immer besser auf der Mandoline. Aber jetzt wird es Zeit, auf Schatzsuche zu gehen. Ich habe heute Morgen eine Olive gegessen und auf den Kern gebissen. Da ist mir ein Zahn rausgefallen. Oh. Ah, und weißt du schon, was du dir dafür wünschen wirst? Nein, das muss ich mir noch überlegen. Auf zur Schatzsuche! Ja! Bravo, Professor! Perfekte Landung. Sieht aus, als ob wir hier richtig wären. Ja, es war ein Meisterwerk an einer Navigation. Ein Meisterwerk. Dann können wir ja jetzt die Kinder suchen. Kommt! Fang mit den mechanischen Teilen und den Tischen an, aber achte darauf, kein Krümelchen magischen Zahnstaub zu übersehen. Warum hast du plötzlich so ein Sauberkeitsfimmel, Papa? Wozu soll das gut sein? Ich verstehe das wirklich nicht. Das war dir noch nie wichtig. Fang mir keine Löcher in den Bauch. Mach sauber! Das sollte reichen. Magischer Zahnstaub. Ah, das hast du also gewollt. Yeah. Aber das ist doch nur Schmutz. Das wird nicht funktionieren, Papa. Unsinn, hier ist mein Plan. Ich werde dich unsichtbar machen und dann folgst du den Tooth Fairies nach Griechenland. Auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters lag ein Buch mit einem Bild von Olympia. Du wirst dich dorthin auf den Weg machen. Laufen. Natürlich über die Himmelsleiter, mein Sohn. Mach deine Augen zu. Das funktioniert ja wirklich, Papa. Das ist ja toll. Keiner kann mich sehen. Keiner kann mich sehen. Oh, ich. Au! Du hast mir auf den Fuß getreten. Das wird nicht weiter stören. Was ist denn? Los, mach hin, wieso bist du noch hier? Und komm mir nicht ohne Milchzähne zusammen. Selbst wenn ich unsichtbar bin, ist er gemein zu mir. Und jetzt hört mir genau zu. In eurer Ausrüstung findet ihr alles, was ihr braucht, um mir bei der Schatzsuche zu helfen. Das ist ja aufregend. Was ist da alles drin? Ah. Ich habe ihn aufgefangen, meinen allerersten Milchzahn. Herzlichen Glückwunsch, Mafra. Jetzt wirst du erwachsen. Also, Costa, du bist heute der Leiter der Ausgrabung. Mhm. Viel Glück. Ich bin da drüben. Gebt Bescheid, wenn ihr mich braucht. Diese Stelle müssen wir suchen.
Da soll der Schatz versteckt sein. Los, gehen wir! Ja! Ja! Sie scheinen was zu suchen. Oh, immer ich. Warum schickt er immer mich? Milchzähne, Milchzähne. Er will immer nur Milchzähne. Wonach guckst du denn? Wenn die Sonne zwischen den beiden Säulen steht, zeigt uns ihr Strahl, wo der Schatz vergraben liegt. So steht es in der Karte. Da ist es! Nehmt eure kleinen Schaufel raus und fangt an zu graben. Hier ist was! Nicht weiter graben! Papa! Papa! Kinder, das ist ja wirklich toll. Und jetzt passt mal auf, wie ich diesen schweren Deckel ganz allein hochhebe. Gips. So, geht hinter den Baum, Kinder. Und jetzt haltet den Atem an. Ein Schatz! Ein richtiger Schatz! Oh, das war nichts, nur ein Echo. Wow, der Schatz von Olympia! Wisst ihr, Kinder, die ganze Welt, ich meine, die Welt der Archäologie sucht schon seit vielen Jahrzehnten nach diesem Schatz. Wow, lauter Gold. Ist dieser Schatz denn wichtig? Ja, unheimlich wichtig. Kinder, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da gefunden habt. Das ist der Schatz von Olympia. Er ist mehr als 2000 Jahre alt. Und wir haben ihn gefunden. Was ist das? Was ihr da seht, das sind die Milchzähne der Kinder von Olympia. Und er ist genauso weiß wie meiner. Die Milchzähne der Kinder von Olympia? Früher standen hier lebensgroße Statuen aus weißem Marmor. Denn hier in Olympia wurden die Sportwettkämpfer sehr verehrt. Für jeden Sieger eines Sportwettkampfes wurde eine Statue wie diese errichtet. Papa, woher weißt du denn all diese Dinge? Na, Papa liest eine Menge Bücher. Und aus den abgeschlagenen Marmorresten haben die Bildhauer diese kleinen Würfel gemacht. Als Spielzeug für die Kinder? Ganz genau. Und weil sie so aussehen wie Zähne, haben sie wohl diesen Namen bekommen, nicht wahr? Richtig. Die Zähne der Kinder von Olympia. Los! Sie sind ja verdammt schwer. Ich würde gern mal sehen, dass Papa dich so abschleppt. Tada! Wieder zu Hause. Endlich wurde auch Zeit. Was hast du mitgemacht? Tada! Bitte, Lehrer, die Milchzähne der Kinder von Olympia. Ich war siegreich. Wundervoll, jetzt werden wir die absoluten Herrscher von Tooth Fairy Town. Wo ist er nur? Lasst es gut sein für heute, Kinder. Es ist schon bald dunkel und deinen Zahn, den finden wir sicher morgen. Na komm schon, wir werden doch hier übernachten, so wie es richtige Archäologen tun. So können wir unseren Fund bewachen, verstehst du? Und morgen früh, wenn es wieder hell ist, dann werden wir auch deinen Zahn wiederfinden. Versprochen, Mafra. Gibt es nicht noch einen? Sie hat ihn in der Nähe verloren, habe ich gehört. Basta, such den verlorenen Zahn. Wenn du ihn nicht findest, bekommt sie keinen Taler. Mm-hmm.
Ausgezeichnet. Verschwinden wir. Wow, seht ihr? Sie sind hier gewesen. Wacht auf. Dann haben die Tooth Fairies deinen Zahn gefunden. Seht euch mal den Sternenhimmel an. Darf ich mir jetzt was wünschen? Ja, Mafra, das darfst du. Ich wünsche mir, dass wir ein großes Familienfest feiern. Dann kann ich allen von unseren Abenteuern erzählen. Und ich wünsche mir, dass das Gold und die weißen Marmorwürfel in ein Museum kommen, damit jeder den Schatz bewundern kann. Du meinst die Zähne der Kinder von Olympia? Seid ihr ja, Freunde, und wart ihr erfolgreich? Ja, hier haben wir zwei hübsche Zähne. Toll! Da draußen könnt ihr etwas Seltsames sehen. Mein Bruder jagt einen roten Schmetterling. Ach, übrigens, habt ihr die Kee irgendwo gesehen? Bleib still! Bleib still! Oh, nein! Wo sind die Milchzähne, die Kee? Alle weg! Verschwunden wie durch Zauberei! Wo sind die Milchzähne von Olympia? Und da war dann der Schatz. Ganz genau. Und Costa war unser Chef und der Leiter der Ausgrabung. Und jetzt sind wir echte Archäologen. Und unser schöner Schatz ist jetzt im Museum. Könnt ihr euch das vorstellen? Als der Direktor an die Vase gesehen hat, war sie zuerst leer. Und dann war sie plötzlich voll mit weißen Marmorwürfeln. Den Zähnen der Kinder von Olympia. Wo ist meine Kleine? Brush, 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 three times a day. When they fall out, we take them away. Brush, 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 three times a day. That'll put a smile on your face. Brush, brush. Oh, yeah, yeah, yeah. Brush, 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 three times a day. Diesmal bist du der Erste. Das muss ja wirklich ein tolles Gefühl Unsinn. Sein, oder? Vergiss die Zähne. Ich bin und bleibe der Erstgeborene. Und das wird immer so bleiben. Warum bin ich nicht einfach 10 Minuten früher geboren? Das musste ich mir schon mein ganzes Leben lang anhören. Aber heute bin ich der Erste. Und die Tooth Fairies werden mir einen Wunsch erfüllen, nicht dir. Hallo, Kinder. Wie geht's? Was gibt's denn hier für eine große Versammlung? Schau, mein erster Milchzahn. Diesmal bin ich der Erste. Na, bravo. Jetzt hast du einen Wunsch frei. Aber dann...